Liebe Arena-Leiterburg-Freunde, es ist wieder soweit mit unserer Arena-Leiterburg. Heute kämpft Massi gegen uns und er bringt ein sehr, sehr cooles, aber auch starkes Team. Und dieses gucken wir uns jetzt an dieser Stelle an. Er hat ein Lele, er bringt Lele und ein Kramor. Diese beiden Pokémon alleine sind unglaublich stark und werden ihn hoffentlich ein bisschen durch diese Arena carryen. Er startet mit Velvet und Ruby und auch hier werden wir wieder Phantasmo und Pavani in der Arena-Leiterburg sehen. Auf die freue ich mich, wenn er es denn zu ihnen schafft. So, ich würde sagen, wir liegen mit dem Pyrotechniker. Vielleicht mit der Nebelmaschine, um Lele so ein bisschen den Dingens wegzunehmen. Was machen wir denn da? Vielleicht Lietzinger, Rampensau und die Nebelmaschine. Let's go. Das ist unser Team. Das picken wir. Leute, ich bin so gespannt, wie die Wyvern Battles in Karmesin und Purpur sein werden. Aber jetzt geht's erstmal rein. Zu Velvet und Ruby. Sehr interessanter Lied. Okay. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ehrlich gesagt, die Hitzewelle macht hier natürlich ein bisschen was. Vor allem können wir aber Demetri wegzünden. Aber falls er auf den Quiverdance geht. Oh no, die Standpauke kehrt zurück, meine Freunde. Oh boy. Und das haben wir schon einmal gesehen, dass jemand für die Standpauke geht. Und zwar bei Eisapfel damals. Das war elementarer Bestandteil seiner Strategie. Und wir verfehlen Miguel. Oh no, wegen Miguel habe ich das eingesetzt, Bro. Okay. Aha, aha. Okay, jetzt gehen wir mit Matschbombe auf Miguel Diaz. Und mit der Psychic müssen wir Demetri weghauen, sonst wird er uns noch weiter wegballern. Ist eine Weile her, seitdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Marcy ist ein absoluter Oldschooler auf dem Kanal, ist schon seit der Pokémon X Egglock dabei, hat auch damals schon gegen mich Wyper Battles gemacht in Let's Go Evoli und Pikachu. Und nun ist er also zurück für die Arena-Leiterburg. So, und wenn wir da eine Poison drauf kriegen. Oh, das war ein Crit. Eine Poison! Karamba! Das ist natürlich super ärgerlich. Aber er outspeedet jetzt unser ganzes Team. Tja, Hex auf meinen Nacken, Freunde. Sam LaRusso. Oh, ein Shiny Tapulele. Damn. Ein wunderschönes Pokémon. So, dann gehen wir auf Clairsmog oder so. Und mit Gardevoir auf die Magieflamme. Auf LaRusso. Warte mal, das LaRusso hat kein Feenfeld. Psychofeld fällt mir gerade auf. Warte mal, was hat das Ding für eine Fähigkeit? Er Dynamax sein Ramot. Oh, okay, jetzt muss ich wieder umdenken, ne? Von Terra-Kristallisation zu Dynamax. Und da kommt der Brand. Und der wird uns ziemlich sicher rausnehmen. Und da geht Lietzinger down. So,
So, da ist das Sonnenlicht und die Psychic. Und die wird Pyrotechniker auf keinen Fall überleben. Und das war eine sehr gute Runde für ihn. Oh, deswegen. Oh. Ja. Reaktionsgas, meine Freunde. Eine Fähigkeit für fortgeschrittene Five-Heads. Ich bin ja noch in der Five-Head-Lehre. Alright, aber die Nebelmaschine ballert direkt das Psychofeld raus und gibt uns einen Spätstaff-Boost. Und Gengar dürfte schneller sein als das Lelemann. Aber wenn Gengar jetzt von dem anderen Ding angegriffen wird, dann habe ich ein Problem. Okay, wir gehen auf die Diner und dann auf die Spuksperre, I guess. Und hier drücken wir auf die Matschbombe auf Miguel Diaz. Ist er gescarft? Wenn er gescarft ist, ist er schneller als unser Gengar. Wird aber nicht reichen, weil das Nebelfeld ist da und nicht mehr das Psychofeld. Und wir sind auf plus 1. Außer er fokust. Oh, er fokust Rampensau. Aufgrund von plus. Wow, und der Walschal ist drauf. Das bedeutet jetzt aber, dass die einzige Attacke blockiert ist, die er einsetzen konnte. Und wir gehen auf die Matschbombe, was nicht ganz killt, aber die Vergiftung nimmt Miguel Diaz raus. Sehr souverän gespielt bisher, trotz krasser Hex auf meiner Seite. Aber Tabulele kann jetzt nicht mehr rauswechseln. Das bedeutet, er kann nichts anderes machen, als Verzweifler einzusetzen. Und jetzt kommt... Ist es der Kramor? Es ist John Kreese. Oh. Oh, das könnte jetzt eng werden, Brudi. Oh, das könnte jetzt eng werden, Brudi. Da kommt der Ice Beam. Wenn er mich freest. Hitzewelle. Wir verfehlen John Kreese. Oh my goodness. Oh my goodness. What the fuck? Oh, das war so lucky, Bro. Yo, das Verfehlen der Hitzewelle. Oh mein Gott, das hat Macy den Arsch gerettet. Oh boy, geil. Geil, geil, geil. Was ein Match, Freunde. Alter Schwede. Schon das erste Match. So unglaublich spannend. Sehr geil. Jetzt geht's aber direkt in die zweite Runde, denn Macy kriegt natürlich noch einen Arenaleiter serviert. Andy ist der Nächste, der hier aufs Fressbrett kriegt. Oder vielleicht auch nicht. Wir werden es ja sehen. Andys Geheimnis wurde schon längst gelüftet und er ist für die meisten keine Herausforderung mehr. Unterschätzen sollte man ihn doch nicht, denn er bricht alle Regeln und manchmal bringt er es fertig, mit seinen Tricksereien den Gegner in die Bredouille zu bringen. Oh, er hat einen Knackrack. Oh, damn. Oh, schön saftig, starke Pokémon. Genau so soll es sein. Wir werden aber sehen, wenn ich mit Lumpenstielchen es hinbekomme, einen Bizarro-Raum rauszubekommen, dann könnte das Ganze, naja, schnell gehen. So, die Frage ist, womit wird er leaden? Ich kann mir super gut vorstellen, dass er mit Volcarona leadet. Dementsprechend würde ich mit Toy Story leaden. Lumpenstielchen nehmen, Shelby und maybe Ted. Maybe Tin Spartans, maybe Annabelle. Vielleicht Annabelle für sein Lele. Für sein Tapulele. Okay, wir gehen rein, Freunde. Zack, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Andy auf seinem Spielplatz des Todes. Wenn man des Todes hinzufügt, hört sich einfach alles cooler an.
Aber das Einzige, was hier tot ist oder nach Tod stinkt, sind Andys Socken, die er wieder nicht unter seinem Bett hervorgebracht hat, um sie in den Wäschekorb zu legen. Das ist der schlechteste Lied, den wir hätten kriegen können. Ja, Toy Story wird gar nichts tanken. Wow, okay. Gut, Moment, wir gehen zu Annabelle rein. Oh, er wechselt direkt zu Hawk. Okay, Annabelle ist da. Jetzt ist die Frage. Predicted er den Volt-Switch und geht zu Knackrack? Oder bleibt er drin? Staffette wäre besser gewesen. Nein, Miguel Diaz ist das Volcarona. Und da switchen wir direkt wieder raus. Und wir kriegen jetzt Chip-Damage und damit haben wir die Switch-Advantage. Und gehen zu Toy Story. Jetzt werde ich die Giftspitzen rauslegen, weil er wieder zu seinem Raben wechseln wird. Und wenn er keine Möglichkeit hat, die Giftspitzen wegzubekommen, dann werden seine Pokémon vergiftet werden. So, Body Press wäre eine Möglichkeit, right? Aber ehrlich gesagt... So, wir gehen zu Annabelle zurück. Ein wunderschönes Pokémon. Ich liebe Kramor über alles. Geht auf die Kehrtwende! Vierfach resistiert, aber er kriegt jetzt die Switch-Advantage. Und wenn er Knackrack dabei hat, wird er jetzt auf Knackrack gehen. Knackrack ist das mehr oder weniger einzige Pokémon, was er bringen kann. Aber er muss hoffen, dass ein Erdbeben reicht. Nein, Miguel Diaz. Okay. Ja gut, Miguel frisst halt immer Schaden. Ne? Die Frage ist jetzt, was mache ich mit Kanonenbouquet? Kanonenbouquet wird halt resistiert, right? Und er wird jetzt für Quiverdance gehen? Wahrscheinlich. Drückt auf die Hitzewelle, straight. Okay. Und kriegt den Burn. 10%. Oh mein Gott. Okay, ich sehe schon. Das wird wieder eine hexlastige Arena-Leiter-Folge oder ein hexlastiger Run. So, gehen wir zu Lumpenstielchen. Psychofeld verschwindet. Alright, dann gehe ich mal auf den doppelten Schattenstoß. Wir können uns natürlich den Flammenkörper einfangen von dem Ding, aber mit einem doppelten Schattenstoß müsste das Ding eigentlich sterben. Warte mal, warum hat das Teil eigentlich keine Vergiftung bekommen? Er trägt die Plateauschuhe. Ach, so ist das. Okay. Alright, dann gehe ich für den Bizarro-Raum. Denn den brauchen wir, bevor wir verrecken. Und ich glaube, ein Knuddler killt an der Stelle, oder? Auch wenn es resistiert wird, es hat 90 Stärke plus Stab. Demetri? Was ist ein Demetri? Oh, du bist Demetri. Und du sammelst die Stacheln ein. Oh, du schlauer Schlawiner, du. Oh, boy. Okay. Ja, wunderbar. Okay. Dann gehe ich auf Knuddler, Mann. Knuddler wird zwar resistiert,
aber wird immer noch gut Damage machen. Und ich will gerade einfach drin bleiben mit Mimikma. Overdrive. Warte mal, was hat Overdrive nochmal gleich gemacht? So, wir Abgangsbunden haben dann noch 2 Runden Bizarro Raum oder 3. Wenn er jetzt rauswechselt, krass geplayed. Wenn er jetzt rauswechselt, oh, er hat mich gelesen wie ein Buch, Bro. So, Sam LaRusso. Okay, da kommt das Psychofeld wieder. Ich kann keine Prio-Attacken drücken. Das bedeutet, ich bin gezwungen, auf den Knuddler zu gehen. Aber da ich jetzt wegen Psychofeld outspeede, ist das keine Möglichkeit mehr. Und an der Stelle ist es, glaube ich, der richtige Play, Lumpenstilzchen rauszuwechseln und zu Annabelle zu gehen und sie mehr oder weniger zu sacken, Fragezeichen, weil er entweder angreift oder switcht zu Hawk. Das ist sehr gut zu wissen. Okay, er hat kein einziges Pokémon, was irgendwie einen Hit hier ne, immunisiert. Also zumindest nicht die Elektroattacke. Wir haben gesehen... Alright, dann würde ich sagen, ballern wir einfach mal das Kanonenbouquet, weil vielleicht wechselt er raus. Nein, er bleibt tatsächlich drin diesmal. Oh, okay, er hat mich outplayed. Er hat mich richtig outplayed. Da hätte natürlich jetzt der Volt-Switch wieder kommen können. Geht für den Ruheort. Ich hätte aber natürlich vorher getroffen. Aber super gut an seiner Stelle, weil er kann so natürlich den Bizarro-Raum ausstallen. Right? So, jetzt ist nur die Frage. Ich gehe jetzt auf Volt-Switch Mimikma. Er wird zuerst angreifen. Er kann nicht Ruhe orten. Das heißt, er wird jetzt sehr effektiv getroffen werden. Was macht er? Geht er für die Kehrtwende? Okay. Sturzflug hätte ich nicht, gesehen, aber dann hätten wir zu Mimikma wechseln können, whatever. Und Body Press macht er nicht, während Mimikma noch lebt. Dimitri kommt wieder rein, okay. Nimmt natürlich den Voltwechsel. Alter, ein Spiel mit Wechsel. So, das Ding ist, Shelby ist halt ein bisschen problematisch, ne? Weil ich treffe ihn nicht sehr effektiv und er mich auch nicht. Dann gehen wir auf Toy Story und klicken auf den Boden-Move. Wobei jetzt wieder der Rabe reinkommt. Und deswegen klicken wir auf das hier. Ein sehr strategischer Spieler. Auch ein sehr defensiver Spieler. Genauso wie ich gerade. Weil wir beide wollen unsere Vorteile nicht aufgeben. Ich hoffe nur, dass der Battle-Timer uns noch... nicht unbedingt einen Dingens durch die Rechnung macht. Gut, dann Dynamaxen wir jetzt an der Stelle mal und gehen einfach für die Deiner Faust. Ich könnte jetzt natürlich an der Stelle wieder rauswechseln und so, aber wir gehen jetzt einfach für den offensiven Play. Weil wie gesagt, der Battle Timer wird es uns nicht verzeihen, meine Freunde. Und außerdem... Ja, wenn er jetzt mit seinem Toxi, Toxel, Bing, Bung, Bang reinkommen will. It is what it is, meine Freunde. Jetzt ist die Frage, hat er Eisenabwehr oder was für ein Set spielt er genau auf diesem Ding? Eisenschädel. Okay, Eisenschädel kann uns nicht flinchen. Und der Beulenhelm macht ihm natürlich super viel Schaden. Und wir können jetzt an dieser Stelle uns aufsetzen. Er kann aber jederzeit rausgehen. Zu seinem Psycho-Pokémon. Da ist jetzt die Frage, gehen wir auf den Giga-Gestank? Warte mal, wie viele Runden hat er das Feld noch? Das Feld ist jetzt weg. Okay. Er wird jetzt roosten, wahrscheinlich. Oder rauswechseln. Er roostet. Okay.
Und in der kommenden Runde wird er das Feld räumen. Und dann müssen wir ihn catchen. Da kommt der Roost. Sehr schön. Und die Überreste machen ihn voll. Und jetzt kommt Tapulele. Jetzt kommt Tapulele. Und wir catchen sie auf plus 2. Jetzt kommt Tapulele. Nein, er bleibt drin. Oh mein Gott, er hat's safe. Er geht auf die Kehrtwende. Wir sind schneller als er. Oh, ich bin lost, Bro. Er macht keinen Hard-Switch, sondern... Oh mein Gott, das ist so gut gespielt. Er hat sich nämlich gerade überlegt, zu Tapulele zu gehen. Und dann hat er gedacht, aber wenn ich jetzt Hard-Switche, dann catcht er mich. Wenn ich ihn aber outspeeden lasse, dann kriege ich Tapulele safe raus und fress ein bisschen Beulenhelmschaden, was okay ist. Aber das Ding gehe ich ein, um Lele rauszuholen. Und genau das hat er getan. Und jetzt sind wir klein und haben Half-Life und das bedeutet, Lele kann uns jetzt einfach rausnehmen. Bro, das war super gut gespielt. Das war super gut gespielt an der Stelle. Insane. So, ich bin jetzt hier drin geblieben. Ich hätte theoretisch jetzt rauswechseln können und irgendwas sacken, sowas wie Shelby, sowas wie Annabelle und so. Aber, Leute, ehrlich gesagt, meine Chancen sind drastisch gesunken durch seinen Play und ich möchte den Kampf nicht unnötig in die Länge ziehen. Indem ich jetzt nochmal hin und her wechsle und versuche, einen Mon zu retten, was unsere Wincon war, jetzt aber nicht mehr wirklich durchkommen kann. Deswegen setze ich jetzt einfach den Sieg oder meine Hoffnung auf Shelby, den Origami-Killer, meine Freunde, der Tapulele rausgenommen hat und auf plus 1 ist und ziemlich alles outspeeden dürfte, außer er hat irgendwas mit Preo. Hat Demetri Tiefschlag oder sowas? Weiß es nicht. So, die Laubklinge wird resistiert, kann aber kritten. Deswegen gehen wir lieber auf die Laubklinge auf plus 1, denn das andere wird auch resistiert. Du bist schneller als ich? How? Du bist auch ein Scarfer? Oh, okay. Okay. Na dann, dann ist dieses Match wohl bald vorbei. Man darf Andy nicht unterschätzen, Freunde, aber wenn man einen guten Job macht, kann man es schaffen. Oh, und jetzt vergesse ich sogar das Psychofell. Ja gut. So oder so hätte es nichts geändert. Denn, wobei, ich hätte zuerst mit Dingens reinkommen können. Aber lass uns ehrlich sein. Das Game hätte ich nicht mehr gewonnen. Er hat ultra gut um alles rumgespielt. So, da kommt der Overdrive. Wird wahrscheinlich direkt reichen, um uns rauszunehmen. Meine Fresse. Und das, meine Freunde, war ja mal ein erfolgreicher Auftakt von Marcy in der Arena-Leiterburg. Er hat wirklich jede Gefahr solide umspielt. Es war spannend, aber er hatte zu jeder Zeit die volle Kontrolle über das Match. An der Stelle GG, Marcy, an dich. Du hast dein erstes Continue jetzt freigeschaltet. Und im nächsten Part, meine Freunde, da sehen wir dann, was er für einen Arena-Leiter picken wird. Für die Nummer 3. Bis zum nächsten Mal.